Wie ernährt man sich entzündungshemmend, insbesondere zum Beispiel bei einem vorliegenden Sjögren-Syndrom? Die erste wichtigste Sache ist, ich möchte nicht symptomatisch nur Entzündung hemmen. Also wenn ich einen Bluttest habe und ich habe gesehen, ich habe erhöhte Entzündungswerte, ist es sicher ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Entzündungswerte idealerweise zu nullen. Nicht nur, weil die Autoimmunerkrankung dadurch befeuert wird, sondern auch, weil im Endeffekt fast alle Zivilisationserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz, Krebserkrankungen, entzündliche Erkrankungen sind. Und je mehr Entzündung ich in meinem Körper habe, desto höher ist sicher mein Risiko, dass ich solche Erkrankungen bekomme. Das heißt, Ziel sollte sein, Entzündung zu nullen aus verschiedensten Gründen. Ich kann jetzt natürlich hingehen und kann symptomatisch was machen. Viele Leute schlucken Ibuprofen und Diclofenac, aber die Schwierigkeit ist, dass diese Dinge gleichzeitig die Integrität der Magen-Darm-Barriere schädigen. Und wir haben eben schon mal kurz über Probleme auf Magen-Darm-Ebene gesprochen. Da werde ich gleich noch mal genauer drauf eingehen. Aber es ist so, dass zum Beispiel Ibuprofen gerade so etwas am Laufen hält und sich damit gerade bei chronischen Entzündungsgeschichten und Autoimmunerkrankungen nicht als Entzündungshemmer anbietet. Wenn ich etwas symptomatisch einsetzen möchte, ist es häufig so, dass es sinnvoll ist, eine Substanz namens Curcumin zu verwenden. Kriege ich in Apotheken, gegebenenfalls Arzt, Apotheker dazu befragen. Und Curcumin wirkt in Studien ähnlich stark entzündungshemmend wie Ibuprofen, hat aber auf meinen Magen-Darm-Trakt positive statt negative Auswirkungen. Das ist also etwas, das setzen wir in der Praxis häufig ein, wenn ich jemanden habe, der hat erhöhte Entzündungswerte. Und wir glauben, das hat zum Beispiel eine genetische Ursache, die es mal haben kann. Und wir haben alles andere sonst getan, um Entzündung wegzukriegen. Die sind immer noch da, dann setzen wir das gerne ein und sehen damit regelmäßig einen Abfall der Entzündungswerte. Worauf wir auch immer achten, ist die Menge an Omega-3-Fetten, die im Blut sich befinden. Omega-3 sind essentielle Fette, genauso wie Omega-6-Fette. Omega-6-Fette kommen aus Pflanzen, Ölen in der Regel, Sonnenblumenöl, Sojaöl, Rapsöl, Maiskernöl, Baumwollsamenöl, was es sonst so gibt. Omega-3-Fette kommen eigentlich aus Algen. Die Algen werden dann vom Krill, kleinen Krebsen, gegessen. Der kleine Krill wird gegessen von Fischen. Und so ist es klassisches Fischöl oder Lebertran. Aber eigentlich entsprechend ist es eine maritime Nahrungskette. Und beide diese essentiellen Fette benötigt unser Körper. Wir können die nicht selbst herstellen. Und wir haben einen Tagesbedarf von etwa einem halben Gramm Omega-3-Fette und einem Gramm Omega-6-Fette. Wenn ich die aufnehme, dann werden die umgewandelt von meinem Körper in Botenstoffe des Immunsystems unter anderem. Nämlich Omega-3-Reihen habe ich eher entzündungshemmende, nämlich Omega-6-Reihen habe ich eher entzündungsförderliche Substanzen, die gebildet werden. Und mein Körper braucht ein bisschen Entzündung, aber wir wollen keine überschießende Entzündung haben, gerade wenn ich eine Autoimmunerkrankung wie ein Sjögren-Syndrom vorliegen habe. Das heißt, ich möchte eine Balance haben. Und wenn ich jetzt gesagt habe, halbes Gramm Omega-3, dann ist das etwas, was häufig vielen Leuten nicht unbedingt gelingt, weil eine typische Portion Fisch, so eine Filetportion, hat vielleicht 125 Gramm und enthält etwa 2-2,5 Gramm Omega-3-Fette. Das heißt, für 7 Tage ein halbes Gramm bräuchtest du etwa 2 Portionen Fisch in der Woche. Das schaffen nicht alle Leute. Das häufig ist die Aufnahme von Omega-3-Fetten geringer. Und wenn Sie jetzt über pflanzliche Omega-3-Quellen reden, wie da gibt es eine pflanzliche Säure, das ALA, was zum Beispiel in Leinsamen vorkommt oder in Chiasamen, dann ist es so, dass die Umwandlungsrate davon sehr gering ist. Je nach genetischer Ausstattung vielleicht so zwischen 3 und 7%. Das heißt, Sie müssen sehr viel davon essen, um ausreichend Omega-3 zu kriegen. Und Sie haben das Problem, dass alle diese Dinge gleichzeitig reich in Omega-6 sind, zum Beispiel Leinsamen oder auch Chiasamen. Zwar auf dem Papier im 1:1-Verhältnis, aber dadurch, dass Sie nur einen kleinen Teil essentieller Omega-3-Fette, DHA und EPA, umwandeln können, nehmen Sie gleichzeitig deutlich zu viel Omega-6 zu sich. Und dieses Omega-6-Übergewicht, auch weil viele Leute eben viel Sonnenblumenöl, viel Rapsöl, viel Sojaöl und ähnliches zu sich nehmen, führt dazu, dass ich nicht ein ausgeglichenes Verhältnis von einem Teil Omega-3 und 2 Teilen Omega-6 habe. Denken Sie jetzt halbe Gramm und ein Gramm, sondern meistens habe ich ein doch ganz deutliches Missverhältnis. Und wenn ich dieses Missverhältnis habe, dann ist mein Körper eher auf der entzündungsförderlichen Seite.
Und wenn ich diese entzündungsförderliche Seite habe, dann ist das etwas, was mit Autoimmunerkrankungen ganz klar assoziiert ist. Wenn Sie schon haben, ich in meinem Patientenhandbuch steht drin, wenn Sie jetzt Asthmatiker haben und Sie senken dieses Verhältnis, viele meiner Patienten haben ein Verhältnis von 1 zu 10 oder sogar höher, auf 1 zu 5 haben Sie deutlich weniger Asthmaanfälle. Senken Sie das Ganze auf 1 zu 4 ab, haben Leute, die eine Herzschwäche haben, eine Sterblichkeit, die um 70% reduziert ist. Das ist ganz schön viel. Wenn Sie jetzt das Verhältnis auf 1 zu 2,5 absetzen, dann haben Menschen, die Darmkrebs haben, einen weniger starken Verlauf. Also die haben eine längere Überlebenszeit. Das ist schon bedeutend. Und jetzt gibt es Daten zum Beispiel zu Rheuma. Rheuma ist ja eine der wirklich stärksten Autoimmunerkrankungen. Und schaffen Sie es auf 1 zu 2, dann gibt es viele Menschen, bei denen Rheuma Erkrankungen oder Schübe einfach stoppen, wenn Sie es interessiert. Hier sagt er 76, 77 draufschauen, wenn Sie es noch nicht haben. Wenn Sie Teil einer Gruppe werden und ein Bluttestpaket bestellen, Stuhltestpaket bestellen, dann kriegen Sie das entsprechend automatisch von uns zugeschickt. Aber unabhängig davon möchte ich betonen, ich habe viele Patienten gesehen, wenn wir Omega-3s ausreichend hochfahren, dann tatsächlich kriegen wir Entzündungsreaktionen, kriegen wir klinische Beschwerden auch von der Autoimmunerkrankung wie im Sjögren-Syndrom deutlich reduziert. Allerdings muss man sagen, dass es häufig irgendwo da draußen im Internet heißt, naja, dann nimm einfach nur extrem viel Fischöl, 2, 3, 4 Gramm am Tag. Aber die Schwierigkeit ist, dass das Verhältnis zwar dann möglicherweise im Körper besser wird, aber die Menge an Omega-6-Fetten sehr, sehr hoch sein kann, wenn ich sonst die in meiner Ernährung nicht reduziere. Sie werden sehen, hier drin rate ich Ihnen genau dazu. Und das hat den Hintergrund, dass sehr viel Omega-6-Fette in unserem Körper ranzig werden können und dass es eine der Quellen ist, wie mein Körper überhaupt altert. Und wir reden nicht über Gesundheit und nicht über das Entwickeln von, naja, viel oxidativem Stress oder bei den Fetten nennt sich das Lipidperoxidation. Das heißt, großer Rat an Sie, bitte nicht nur Omega-3 zu sich nehmen, sondern gleichzeitig bitte, bitte, bitte Omega-6 versuchen, so stark wie möglich zu reduzieren, um idealerweise so ein 1 zu 2 Verhältnis hinzubekommen. Aber noch viel wichtiger als diese Dinge zu beachten, ist, na klar, möchte ich zum Beispiel ausreichend Vitamin D-Spiegel und solche Sachen, aber das macht nichts ursächlich, sondern ursächlich ist es mehr, dass ich herausfinden muss, was löst meine Entzündung im Körper aus. Und wenn ich ein Problem auf Magen-Darm-Ebene habe, dann sind das häufig Lektine, die diese Schwierigkeit auslösen. Lektine sind pflanzliche Fraßgifte, die sitzen in glutenhaltigen Getreiden drin, die sitzen in Kürbisgewächsen, in Gurkengewächsen drin, die sitzen in Nachtschattengewächsen drin und in Hülsenfrüchten wie Bohnen oder Linsen. Und wenn ich die nicht im Zubereitungsvorgang ausreichend deaktiviert habe, dann können sie versuchen, an meine Schleimhaut zu binden. Jetzt habe ich eben schon über die Schleimschicht gesprochen, die ein Verteilungsmechanismus ist, und sie ist es unter anderem deswegen, weil Lektine nur sehr blind an bestimmte Strukturen im menschlichen Körper binden und die können nicht zwischen Schleimschicht und Schleimhaut unterscheiden. Das heißt, idealerweise binden sie sich in den Schleim, gehen unverdaut ab und ich habe kein Problem. Aber wir haben darüber gesprochen, dass sich bei Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel beim Sjögren-Syndrom, sehr häufig eben diese Schutzschleimschicht kaputt habe. Und sobald ich jetzt Lektine zu mir nehme, können sie direkt an die Schleimhaut binden und werden dort Reaktionen auslösen. Insbesondere führen sie zur Ausschüttung von Zonulin. Zonulin ist ein körpereigenes Eiweiß, das eigentlich dafür dient, wenn zwei Zellen so zusammen sind, manchmal muss etwas halt durch und wenn was nicht in die Zelle soll, sondern zwischen den Zellen durch, wird Zonulin ausgeschüttet. Die Zellen gehen kurz auf und gehen wieder zu und das Problem ist gelöst. Aber Lektine sind in der Lage, dieses System zu kapern und dafür zu sorgen, dass sie plötzlich in der Magen Darmebene aufgehen und aufbleiben. Wenn wir das messen, messen wir bei Menschen, die eine Sensitivität haben, häufig sehr, sehr hohe Zonulinwerte im Stuhl. Gegebenenfalls, wenn das noch nicht bei Ihnen befolgt sein sollte, drgerasch.de/online können Sie es nachmessen lassen. Und wenn diese Ausschüttung da ist, führt es dazu, dass fast alles, was im Magen-Darm-Trakt eigentlich bleiben sollte, es plötzlich in die Blutbahn schafft, auch die Lektine selbst. Und der Körper möchte all diese Dinge, die in den Körper jetzt eindringen, auf der einen Seite eliminieren.
Das führt dazu, dass wenn ich zum Beispiel Eiweiße esse, die jetzt unverdaut aufgenommen werden, die sich in meiner Blutbahn wiederfinden und mein Körper dann Antikörper dagegen machen wird. Das ist eine ganz gesunde Sache, denn wenn ich, ja, sagen wir mal, Weizeneiweiß in meiner Blutbahn finde, dann sagt mein Körper, ich bin aber keine Weizenehre, ich bin ein Mensch, das gehört hier nicht hin und beginnt die jetzt wegzumachen. Und die Schwierigkeit ist aber, dass diese Antikörperreaktion wahrscheinlich jeden Tag auftritt, weil ich diese Lebensmittel jeden Tag esse. Und das heißt, der Körper ist eigentlich dafür gemacht, lösbare Probleme zu lösen. Also ich trete auf einen rostigen Nagel, Fuß entzündet sich, Bakterien dringen ein, mein Körper muss jetzt ums Überleben kämpfen, die Bakterien eliminieren, es schafft innerhalb von einigen Tagen, danach hat das überlebt oder die Bakterien haben gewonnen und wir verloren. Aber wenn er merkt, er kommt dagegen nicht an, die Entzündung durch den rostigen Nagel wird immer stärker, wird der Körper immer mehr Energie ins Immunsystem schicken. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie etwas jeden Tag essen, was in Ihre Blutbahn gelangt, und der Körper reagiert darauf, dann ist es nur logisch, dass er versucht, besser zu werden. Er versucht, besser zu werden und versucht, irgendwann Antikörper zu bilden, die irgendwann dieses Problem hoffentlich lösen, weil die bisherigen sind hier nicht gut genug. Und die Chance, dass der Körper im Rahmen dieses Prozesses plötzlich Antikörper entwickelt, die jetzt auf eine andere körpereigene Struktur durch Zufall passen, die ist immer gegeben. Und wenn ich das habe, ist das einer der besten Gründe dafür, dass ich eine Autoimmunerkrankung entstehen habe. Die andere Sache ist, wenn Lektine in meine Blutbahn gelangen, ist es so, dass meine Lektine nicht nur in die Magen-Darm-Ebene binden können, sondern sie können auch an bestimmte andere Strukturen in meinem Körper binden. Wenn ich unter einem Sjögren-Syndrom Gelenkschmerzen habe, ist es typischerweise, interessanterweise so, dass sie dann zum Beispiel an die Gelenkkapsel binden. Und wenn das der Fall ist, dann ist es ganz klar, dass das eine ursächliche Sache hat und ich vor allen Dingen darauf achten muss, entsprechend diese Lektine nicht in meinen Körper kommen zu lassen. Das geht, indem ich sie weglasse oder es geht, indem ich sie richtig zubereite. Klassischerweise ist es so, dass viele Kulturen die Zubereitung schon immer irgendwie mit drin hatten. Also zum Beispiel Reis ist lektinhaltig, Asiaten schälen seit Jahrhunderten ihren Reis. Tomaten, das Nachtschattengewächse, sind lektinhaltig. Und wenn Sie nach Italien gehen und über die Schulter vom Pastakoch gucken, werden Sie sehen, bevor der seine Pastasauce macht, schält und entkernt er seine Tomaten. Wenn Sie den fragen, warum macht er das, weiß er das nicht. Er sagt, das macht man halt so. Aber entfernt damit die Lektine. Wenn Sie nach Südfrankreich gehen und essen Salat dort, werden Sie merken, dass die Gurke nicht nur geschält, sondern auch entkernt ist. Denn Lektine sitzen in der Regel in der Schale und in der Kern von den Dingen, die lektinhaltig sind. Warum? Eine Pflanze will nicht sterben. Gerade ihre sozusagen Samen, ihre Früchte sind die Babys einer Pflanze und wenn sie ihre Familie verteidigen wollen, verteidigen sie zuerst in der Regel die Kinder. Also, ja, wenn ich zum Beispiel eine Tomate habe, die legt neben sich eine Tochtertomate auf den Boden und möchte, dass daraus dann eine neue Tomatenpflanze entsteht und sie möchte nicht, dass diese Tomate aufgegessen wird. Und dann ist es nur logisch, dass sie in die Hülle und in die Kerne Fraßgifte macht, die für die neue Tomatenpflanze unschädlich sind, aber für die Fraßfeinde sehr wohl. Und das ist etwas, was eben bei dieser Lektinenproblematik sehr häufig läuft.